Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur VOG-Weltmeisterschaft 2015. Wir geben dir kurz 2 Sekunden Zeit, deinen Atem wieder zu erlangen. Du brennst, wie wir sehen, für diesen Sport. Und wie bei jedem großen Sportereignis hast du eine ganz wichtige Aufgabe, bevor wir starten. Ja, ich muss das internationale VOG-Feuer entzünden. Denn wir wissen alle, wenn der VOG nicht heiß ist, gelingt das Gericht nicht. Im übertragenen Sinne. Sensationell! Ich nenne nochmal den Vorsprung gegenüber Georg Hackl. 2,652 Sekunden. Auch er nimmt wieder die Füße hoch, um dort ein bisschen später auszulösen. Und er findet relativ früh die Fahrlage. Das ist ein entscheidender Vorteil, schon im ersten Lauf gewesen. 3,3 Sekunden. Ich bin gespannt, was für eine Geschwindigkeit gleich kommt. Oh, haben Sie das gesehen? Da hebt sie ihn wirklich aus. Aber er hat das wunderbar gemeistert. Dieser Armin Zöggeler. Jetzt kommt zu 2 Olympiasiegen noch ein weiterer Erfolg dazu. Eine hohe Geschwindigkeit. 94,7 Kilometer pro Stunde. Und da ist er, der Weltmeister mit einer 59er Zeit. Der VOG-Weltmeister 2015, ein Italiener, der in Österreich einen deutschen Titel gewinnt. Ist doch großartig. Wie fühlst du dich? Ja, großartig. Also auch jetzt scheinen die Tendenzen bei diesem VOG vom Studio 71 hier zu stimmen. Ja, und jetzt 4000 hinten. Jetzt wird es eine ganz knappe Geschichte. Es geht hier vermutlich um die Silbermedaille und Sturz. Sturz und damit ist es vorbei. Damit werden sie wahrscheinlich durchgereicht. Sie haben ganz großes Glück, dass sie wieder im VOG sitzen. Alles okay? Ja, ich hatte die Hand unterm Bock, das ist gerade ein bisschen... Autsch, autsch, autsch. Alter Vater, ey, dass wir uns da nochmal reingearbeitet haben. What the fuck, man? Yeah. Es könnte bei Silber bleiben oder es wird Bronze. Ein Platz habt ihr auf jeden Fall sicher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ampel hat auf grün geschaltet. Der letzte VOG geht hier ins Rennen und vielleicht sehen wir hier schon den neuen VOG-Weltmeister. Kurve 8 und gleich kommt sie. 1,2 Sekunden. Was passiert jetzt hier? Die Hände sind schon draußen und die sind auf Nummer sicher gegangen. Und damit müsste es das gewesen sein. Denn jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Kurve 10 und dann das Labyrinth haben ein bisschen was verloren. 0,9 Sekunden, Geschwindigkeit 97,7 Kilometer pro Stunde. Aber nein, das sind die Weltmeister. Jawohl! Genau. Österreich wird Weltmeister in Österreich. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle noch einmal. So, Sieg ist... Ah! Oh Gott! So sieht Sieger aus, meine Damen und Herren. Das ist großartig. Sie freuen sich. Unsere Gewinner in den Einer-Box und unsere Teams im Vierer-Box. Mats ist da, Stefan, Sophia, großartig.